Ihr werdet nachher noch viel Platz für andere Gebäude brauchen. Ich werde es hier allerdings nur bis zur Bürgerstufe zeigen. Habe ich mir jedenfalls vorgenommen. Weil ich euch zwar viel zeigen möchte, aber nicht jede Kleinigkeit des Spiels. Es soll wieder nur ein Einführungsvideo sein. Übrigens, ja, genau das wollte ich eigentlich verhindern. Das mache ich jetzt auch mal. So. Ja, unwichtig. Hier sieht man, die sind aufgestiegen. Das könnt ihr abstellen, was ich gerade gemacht habe, hier oben. Auch Schießrechte sperren. Das mache ich zum Beispiel ganz gerne immer, weil sonst steigen die immer unkontrolliert auf, denn das Aufsteigen kostet euch Rohstoffe. Aufsteigen zum Beispiel hier von den Siedlern, von den Bauern zum Bürger, kostet mich ein Holz, ein Werkzeug. Deswegen, ich würde es immer kontrolliert machen. Das spart euch vieles. Zum Beispiel, wenn ihr gerade einen Engpass an Ressourcen befürchtet, könnt ihr somit den Aufstieg unterbinden, dass sie nicht gleich meckern und sich wieder zurückentwickeln, weil irgendwas von ihren grundlegenden Rohstoffen fehlt. Weil die Siedler zum Beispiel, die Bürger, es sind Bürger, früher waren Siedler, deshalb Verzeihung, wenn ich noch alte Begriffe benutze, denn die, sobald, wenn ihre Bauern, also wenn die, das, was die Bauern brauchen, nicht erfüllt ist, steigen die sofort wieder ab. Die brauchen mindestens das, was die Bauern haben. Ist ja irgendwo klar, ne? So. Ihr könnt halt auf diesen Pfeil jetzt klicken, dann lässt sich immer eins aufsteigen. Hier, die bringen mir jetzt eben mehr Steuern, sieht man auch, das Steuergeld geht ein bisschen hoch. Außerdem können jetzt mehr Leute in einem Haus wohnen, statt nur 10, wie in einem, statt 8, wie in einem Bauernhaus, können jetzt 15 in einem Bürgerhaus leben. Ja, ich muss mal wieder, würde ich sagen, Werkzeug holen. Das werden wir mehr oder weniger gleich selbst produzieren, aber erstmal will ich jetzt diese Stadt hier, oder mein Dörfchen, aufbessern. Ich bin gern bereit. Das muss reichen. Ich schlage ein. Ich zeige euch gleich, ja, seid ein, wie man sieht, Handelsbeziehungen gehen hoch, er ist glücklich, er gibt mir Ruhm. Toll, nicht? Ich kriege dafür, dass ich von ihm etwas kaufe, nicht nur die Ware, sondern auch noch Ruhm. Spendabler Bursche. So. Das ist wichtig. Hier. Jetzt habe ich nämlich nicht nur die Bauerngebäude, sondern auch die Bürgergebäude. Da sieht man, der Großteil ist noch ausgegraut. Denn ihr braucht verschieden viele Bürger immer für die jeweiligen Sachen. Wie man hier sieht, 240 Bürger für das meiste. Ich will jetzt eine Sache haben. Diese Sache nennt sich Steine. Man sieht hier, das könnte ich dafür benutzen zum Beispiel. Die Rohstoffe könnt ihr auch euch anzeigen lassen, indem ihr hier oben einmal draufklickt. Dann werden alle angezeigt. Das ist zwar nicht wichtig. Hier sieht man überall. Die habe ich allerdings. Muss ich gerade. Ah, doch, hier, das habe ich. Schön, da muss ich nicht extra was Neues bauen. Hier baut man sich einfach so seinen Steinbruch hin. Und ist glücklich. Das sieht einfach besser aus mit der Straße. Ihr müsst die Straße nicht dahin bauen. So, ihr könnt jetzt übrigens jetzt auch Steinstraßen bauen. Diese kosten euch halt einen Stein. Das hier ist die neue Ressource, die hier oben hinzugekommen ist, mit Bürgern. Auf diesen Straßen lässt sich halt besser laufen, die Karren sind schneller und damit seid ihr glücklich. Aber das Wichtigste für uns ist jetzt erstmal, wir können jetzt unser Kontor ausbauen und auf Stufe 2 bringen. Das funktioniert auch mit allen anderen Markthäusern. Und das wollen wir jetzt mal machen, denn dann brauchen wir nicht dauernd rumheulen, dass wir zu wenig haben. Wobei, mir fällt gerade auf. Erstmal lasse ich es weiter aufsteigen. Ja, sie sind jetzt glücklich. Ich mache mal was ganz anderes. Vor allem, weil ich wieder Werkzeug brauche bald. Ich zeige euch mal die andere Kultur. Ich bekomme regelmäßig. Naja, gut. Drei Werkzeuge, das liefere ich kurz noch ab. Ja, scheiße, jetzt habe ich das Wichtige vergessen. Ist ja normal. So, ich werde immer weniger Fische los. Ja, ihr habt einen begrenzten Lagerraum. So, das hier ist das Wichtige für uns. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Ja, diese Urkunde könnt ihr jetzt nämlich, also Geschenkurkunde könnt ihr jetzt nämlich dem Ihre Gebäudeauswahl wurde vergrößert. Visier geben. Ich bin und mit dem Ruf, bei dem Ruf zu holen, denn ihr braucht einen besseren Ruf. Bei dem, dass er mit euch überhaupt was macht. So, wir bauen das Konto aus. Sieht man, wird auch anders, wird schöner. Das machen wir jetzt erstmal mit allen Dingen. Das noch nicht, das brauchen wir nicht. Ja, ja. Unwichtig.
Ja, hier sieht man, ich brauche 3 Steine und jeweils eins von beiden anderen, dann läuft es besser. Wie viele Häuser darf ich noch hochmachen? 3, das mache ich dann auch mal. Insel eines Mitspielers entdeckt. Ja. Mitspieler dürfen natürlich auch Insel besiegen. Ich freue mich, eure Bekanntschaft. Ein neues Eiland wurde gesichtet. Wie man hier sieht, die Südinseln sehen ganz, ganz anders aus. Lassen sich auch anders bebauen. Aber das sage ich dann, wenn es soweit ist und wir dabei sind. So, hier. Die goldenen Dächer des Orients glitzern am Horizont. Ja, und wir haben sie. Mögen unsere zukünftigen Begegnungen. Ja. Der Großvisier. In seinem schönen Hafen. Dem geben wir jetzt die Urkunde, denn ihr braucht Ansehenspunkte, damit er euch es erlaubt, hier zu bauen. Denn ihr könnt Wüsteninseln so sonst nicht besiedeln. Für die braucht ihr etwa ein Zeichen eurer Wirkung, seine Technologie. Von euch zu sprechen. Großartig. Ja, er ist happy, ich nicht. Ah, ihr kommt. Ja. Ja, super. Das ist wertvoll. Dem Handel zu. Hurra. Dieses Schiff soll euch zu neuen. So, wir kriegen jetzt von ihm kostenlos ein Schiff mit Baumaterialien, wie man sieht hier ordentlich. Und wir besiedeln gleich mal die Insel, denn die ist super. Wie man sieht hier. Macht euch mit unserer Bau. Ja, stürmisch. So. Ah, ja. Ja, Entschuldigung, dass ich. Ich mag das immer nicht. So. Uns friedlich. Nochmal unterbrechen. Nein? Gut. Also, hier. Lässt sich auch ein ganz gewöhnlich Markthäuser und so ein Zeug bauen.